Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit OWL, wie immer live aus Bielefeld. Überall auf den Feldern im ganzen Land sind derzeit wieder die Mähdrescher unterwegs. Die Landwirte sind dabei, die Wintergerste zu ernten, die jetzt so langsam überall reif wird. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Böden beschaffen sind. Auf den sandigeren Böden sowie in Hövelhof kann es also jetzt schon losgehen. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in den nächsten Tagen in den Regalen in den Supermärkten keine Erdbeeren mehr aus der Region finden. Es gibt nämlich kaum noch welche. Die Erdbeerernte endet normalerweise erst so im August. Jetzt muss sie wesentlich früher enden als sonst. An den Pflanzen hängen tatsächlich kaum noch Erdbeeren. Diese Ernteausfälle machen den Erdbeerbauern in der Region natürlich zu schaffen. Für viele war es eine große Überraschung beim Prozess um die Foltermorde von Höxter Bosseborn. Offenbar haben mehrere Menschen gewusst oder zumindest geahnt, was sich angeblich hinter den verschlossenen Fenstern und Türen des Hauses abgespielt hat. Wir haben ja darüber schon berichtet. Aber niemand schritt offenbar konsequent genug ein. Tja, mit dem Wissen von heute ist das natürlich auch leicht gesagt. Wir wissen ja, was tatsächlich alles Schlimmes hinter diesen Türen passiert sein soll. Aber warum verschließen Menschen manchmal die Augen vor solchen Dingen? Darüber haben wir uns mit dem Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen ausführlich unterhalten. Der Gütersloher ist nämlich ein Experte auf diesem Gebiet. Tja, und weiter im Prozess geht es dann nächste Woche, dazu dann mehr hier in Ihrer Lokalzeit. Nicht weggucken, sondern vor allem richtig hingucken sollte man auch beim Sicherheitstag der DEKRA heute in Bielefeld. Mit eindrucksvollen Bildern zeigten die Experten heute nämlich geladenen Gästen aus den Bereichen Verkehr, Unfallermittlung oder auch Sicherheit, was alles passieren kann, wenn man nur einen falschen Moment lang im Straßenverkehr nicht richtig aufpasst. Hier schöne Tipps wieder dabei. Wenn Ihnen das mit dem Mitschreiben vielleicht ein bisschen zu schnell ging, auf unserer Internetseite unter lokalzeitowl.wdr.de finden Sie auch später den Link zu unserer heutigen Sendung. Und dort können Sie sich dann unsere Tipps und Termine auch nochmal anschauen. So, ja, ob wer mit dem Auto oder dem Mofa oder auf öffentlichen Straßen unterwegs ist, der braucht dafür einen Führerschein, wissen wir alle, ne? Der einen hat, der geht's gut. Wer keinen hat, kriegt Ärger, wenn er erwischt wird. Wer aber mit einer Kutsche und mit Pferden in den öffentlichen Verkehrsraum will, der muss dafür nicht mal erwachsen sein und braucht streng genommen eben keinen Führerschein. Könnte ganz schön riskant werden. Seit Anfang Juni kann man jetzt aber in Nordrhein-Westfalen den Kutschenführerschein machen mit Ausbildung und Prüfung. Keine Pflicht, wie gesagt, aber es soll halt dazu beitragen, dass die Kutschenfahrer besser ausgebildet sind und dass es weniger Unfälle gibt. Und es gibt teilweise auch länger andauernden Regen. Komischer Sommer bisher, oder? Wird Zeit, dass es wieder schöner wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Hier geht's weiter mit der Tagesschau. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.